Hallo und herzlich willkommen hier bei Noamemi. Ich bin wieder in meinem Zimmerchen. Schön ist es nicht, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich habe hier meine Ruhe und ich kann jetzt endlich mal dieses Video starten, worauf einige sicherlich schon warten. Ich habe nämlich vor einiger Zeit auf Instagram auf meinem Account eine kleine Umfrage erstellt, ob ihr nicht etwas über den Talker erfahren wollt. Meine Tochter hat ja eine Behinderung. Sie ist aufgrund dessen nonverbal. Also sie, was heißt nonverbal? Gut, sie sagt Mama, Papa, hi. Und das war's. Sie kann ein paar Gebärden, sie versteht ein paar Gebärden, aber wir brauchten halt jetzt noch ein anderes Hilfsmittel und da kam jetzt unser Talker dazu. Mit dem Talker hat sie auch schon in der Logopädie ein bisschen gearbeitet. Jedenfalls möchte ich ihn euch jetzt auch einmal vorstellen. Das ist das gute Stück. Das ist eigentlich, ich nehme mal hier das Gitter weg, das Raster. Ich erkläre euch später, wofür das ist. Das ist eigentlich ein iPad. Da steckt ein iPad hinter und ist in einem, ja, in einem Gehäuse nochmal eingefasst, was stoßfest ist und gut tragbar, aber dennoch schwer. Also fürs Kind finde ich das schwer. Wir haben hier hinten noch ein Bügelchen, damit kann sie es dann schön aufstellen. Und ich starte das Ding einfach mal. So, wie ihr seht, ich bin nicht Apple-affin, ne? Also so gar nicht. Ich bin ja mehr so der Samsung-Typ. So, da hat sie mehrere Programme da drauf. Und kommunizieren tut sie mit dem GoTalk. Und da seht ihr schon die letzte Seite, die heute benutzt worden ist. Da ging es ums Essen. Das ist ja absolut ihre Lieblingsbeschäftigung. Sie liebt Essen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Ich gehe einmal in die Startseite von dem GoTalker. Wenn ich hier unten draufklicke, habe ich hier noch ganz andere Kommunikationsbücher, die waren zum Beispiel schon von der von Humanelektronik, also das ist der, na wie heißt es jetzt? Jetzt ist mir das Wort entfallen. Unser Versorger, genau. Unser Versorger im Bereich Kommunikation ist Humanelektronik. Die haben schon ein paar Seiten und ein paar Bücher schon dazu getan. Und hier fangen die von Mira an. Bauernhoftiere, das ist so ein kleines süßes Spiel. Dann ist da noch ein kleines Bilderbuch mit bei, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir gehen nochmal auf Mira allgemein. Gehen dann in den Nutzermodus. Und so, da habt ihr schon die erste allgemeine Seite, die ihr da sehen könnt. Und zwar möchte ich das einmal vorspielen. Mira kann zum Beispiel entscheiden, ich möchte essen, ja? Ich möchte essen. Mhm. Und was möchte sie essen? Vielleicht eine Banane. Vielleicht eine Banane. Ihr hört, das ist eine Kinderstimme. Die wurde extra für sie angelegt. Das ist für sie ein bisschen, ja, natürlicher wirkt. Also sie kann da jetzt nicht mit einer Männerstimme da um die Ecke kommen. Es soll ja schon für sie auch sich auch gut anfühlen und auch für alle anderen, die im Raum sind, die dann mit ihr sprechen möchten über diesen Talker. Genau. Und wir haben neben diesen Seiten natürlich auch noch eine andere Seite. Jetzt muss ich mal gucken. Die eine Seite, die ich auch nochmal angelegt habe, war zum Beispiel Mira Essen allgemein. Das ist dann so die Seite, die wir machen, wenn Mira, wenn wir am Essenstisch sitzen, dann möchte sie vielleicht, ich möchte mehr. Mehr oder ich möchte etwas trinken. Etwas trinken oder ich möchte aufstehen. Ja. Da kommen noch zwei weitere Felder dazu. Das ist nämlich einmal schmeckt mir und schmeckt mir nicht. Das ist natürlich für sie auch immer sehr, sehr wichtig, dass sie uns das mitteilen kann, wenn ihr etwas sehr, sehr gut schmeckt. Wir haben nämlich ein Tischset von Human Elektronik. Da sind auch nochmal Metacom-Symbole drauf. Also wie ihr seht,
Gotthoc arbeitet mit den Metacom-Symbolen. Jedenfalls hat sie auf diesem Tischset auch Metacom-Symbole drauf für guten Appetit. Ich möchte mehr, ich möchte, ich bin fertig oder es ist eklig oder es ist okay oder es schmeckt lecker. Und da ist sie immer dabei bei lecker, ne? Und da zeigt sie immer lecker, lecker, lecker. Genau. Dann wollte ich euch noch eine andere Seite zeigen, die ich ihr heute angelegt habe. Und zwar ist das die Seite Frühstück, ne? Sonntags möchte man ja auch mal ein bisschen ausgiebiger frühstücken. Und da kann sie dann auch entscheiden, was sie denn frühstücken möchte. Ja? Also zum Beispiel, ich möchte. Ich möchte Brot, Ja, und dann vielleicht. Marmelade, Und dazu trinken möchte sie vielleicht ein. Kakao, Vielleicht aber auch noch mal. Cornflakes. Vielleicht möchte sie Cornflakes. Das ist also das gute, gute Stück. Wir sind super froh, dass wir das jetzt bekommen haben, weil es für Mira auch eine super Möglichkeit ist zu kommunizieren. Und sie kann das auch schon wundervoll. Also sie hat das Prinzip verstanden. Natürlich muss sie immerhin noch angeleitet werden. Das ist natürlich auch alles eine Übungssache. Aber sie hat das Prinzip verstanden. Und jetzt komme ich auch an den Punkt, wofür wir dieses Raster brauchen. Da Mira das Problem hat, also ich habe es jetzt hier so dran gedappt, ne? Das ist magnetisch und wirklich ein starker Magnet, da rutscht gar nichts mehr ab. Sie braucht dieses Raster, damit sie in den Feldern nicht Ich mehr verrutscht, Frischkäse. dass sie da für die Wahrnehmung nochmal, ja, für den Finger da nochmal so eine Begrenzung hat. Durch ihre Wahrnehmungsproblematik und ihre Schwäche in der Feinmotorik ist das natürlich total wichtig, dass sie da so eine kleine Stütze und Hilfe noch hat. Cornflakes. Deswegen, ja, die Cornflakes, genau. Deswegen dann noch dieses Raster. Dieses Raster haben wir dann auch nochmal mit nur, also das sind jetzt 9 Fächer. Wir haben auch noch eins mit nur 4 Fächern. Aber Mira kommt da schon gut mit zurecht, sodass wir auf mehrere Begriffe zurückgreifen können, beziehungsweise ihr anbieten können. Ja, dann haben wir auf diesem Go-Talker oder auf diesem Talker, was ich auch total schön finde, ist, wir haben, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich in dieses, genau, wir haben dort auch Spiele. Und da ist sie mit ihrer großen Schwester natürlich immer gerne dabei zu spielen. Und zwar haben wir hier mehrere Bereiche. Was passt nicht? Fotoquiz, Buchstaben, Einkaufen, Formen, Tiere, Fahrzeuge, Zählen. Was für sie jetzt total interessant ist, ist das Spiel mit den Tieren. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Dann muss sie von diesen 3 Tieren natürlich den Bären auswählen. Und Und dann, wo ist das Eichhörnchen? ja, das Eichhörnchen befindet sich hier. Seht ihr, dann hat sie dann auch noch mal so einen visuellen Erfolg. Also das macht sie mit ihrer Schwester unheimlich gerne zusammen. Das ist ja etwas zusammen zu tun, ist mit Mira ein bisschen schwierig, weil Mira Probleme hat mit dem Durchhaltevermögen. Und das ist natürlich etwas, das stärkt noch mal die Bindung. Oder zwischen den beiden Geschwistern. Sie können was zusammen machen. Beide sind auf demselben Level. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass beide auf demselben Level des Verständnisses sind, so dass auch Mira mitkommen kann. Für Nora ist es ein neues Medium. Gut, die ist dann natürlich total schnell drin. Ich meine, die ist ja sowieso ziemlich gamer-affin. Ja, die zockt ja hier Mario Odyssey durch. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das finde ich halt sehr, sehr schön, oder wir können es auch zusammen mit Mira machen. Ja, also wir können jetzt mit Mira nicht Memory spielen, das ist einfach nicht drin, das kann sie nicht leisten, obwohl sie 3 Jahre alt ist. Ja, Farben, das ist auch noch nicht, Zählen ist auch noch nicht. Ja, also da ist sie einfach nicht auf dem Stand und deswegen ist es total gut, dass der Talker auch noch mal das aufgreift, wo Mira überhaupt steht. Jetzt ist es so, dass wir hier
einen kleinen Schnupsel haben. Damit machen wir den an und aus. Und hier, das ist ganz witzig, das ist die Buchse zum Laden. Kann man das sehen? Man sieht, dass das, wartet mal. Genau, es ist kein wirkliches Loch zum Reinstecken. Da hat Human Elektronik echt mitgedacht. Human Elektronik hat nämlich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht mit Kindern. Die gehen ja ein bisschen nicht, also die gehen ja nicht so sanft mit den ganzen Gerätschaften um. Können sie ja manchmal aufgrund ihrer Behinderung auch gar nicht. Also haben sie sich eine Lösung überlegt. Und zwar ist das dieser Stecker. Dieser Stecker hat auch keinen Schnupsel zum Reinstecken, sondern das Ganze läuft magnetisch. Ja? Und da kann uns das Ding runterfallen, bevor dieser Schnupsel hier abbricht, was ja schnell passiert, fällt das Ding einfach ab und dann hat sich die Sache erledigt und das Gerät ist heile. Was wir auch noch dazu bekommen haben für Mira, ist eine Tasche, die ist ein bisschen gepolstert, da, ich stecke es mal rein, damit ihr das sehen könnt. So, zack und zu, so. Und da kann sie auch so den Talker hier so benutzen. Und hier hinten haben wir dann auch nochmal einen Ständer. Das heißt, hupsa, entschuldigt. Wir können das Ganze, ich zeig's mal, super gut auch geschützt, ja, Mira am Tisch anbieten. Was Human Elektronik sich auch noch gedacht hat, das finde ich sowieso total super. Ich habe euch jetzt doof mein Gesicht in die Kamera gehalten. Was Human Elektronik auch nochmal gemacht hat. Die hatten die vorherigen Halterungen zum Schließen. Das war Klettverschluss und die Kinder nutzen das Tablet ja auch am Essenstisch, um zu sagen, sie möchten mehr essen, sie möchten trinken, ne, um zu kommunizieren. Das tun wir auch. Das ist ja gemeinsames Essen ist ja ein gesellschaftliches Mittel und sehr gerne gesehen und da wird sie natürlich auch unterhalten. Und Kinder, die nicht sprechen können, haben aber auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. So, diese Kinder hatten dann aber irgendwann an ihren Taschen, das war ja vorher Klettverschluss, waren da die Essensreste drin. War natürlich total eklig und lässt sich auch schlecht rausfriemeln. Da hat sich ja Human Elektronik sich überlegt, sind wir ja mal nicht so blöd, wir machen da jetzt Magnet dran. Also ist das Ganze jetzt total magnetisch und super. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also ich habe euch ja jetzt gezeigt, was der Talker alles so hat. Er hat seine Apps. Zwei Apps sind für Mira relevant. Das ist einmal die Spiele-App, der Quizmaster und die GoTalk-App. Da geht es dann ums Kommunizieren. Die Seiten, die ihr gesehen habt, die können wir alle individuell anpassen, wie wir das brauchen und wie Mira das auch braucht. Und die Logopädie hat dort auch ihre eigene Seite noch, weil sie natürlich auch nochmal andere Therapieinhalte hat, die wir ja gar nicht zur Verfügung haben zu Hause. Also bei uns herrschen andere Sachen und Strukturen als in der Kita oder in der Logopädie. Und auch die Kita wird, wenn sie ihre Schulung gehabt hat in diesem Talker, dann werden die auch ihre eigene Seite erstellen. Dann werden da Sachen, die für die Kita relevant sind, dort reinkommen. Gemeinsames Essen, Geschirr wegbringen oder wir gehen zusammen auf den aufs Außengelände. Was ich auch nochmal schön finde ist, ihr habt ja, das möchte ich euch nochmal zeigen. Moment, das habe ich ja gar nicht gezeigt, ich dusselige Nuss. Wisst ihr was, ich habe gerade überlegt, ey, ich muss so viel schneiden, weil ich immer nur so blöde am Labern bin und dann vergesse ich immer die Hälfte und jetzt denke ich mir so, nö, ich schneide hier gar nichts, hier ist pure Realität. Ich hole es einmal kurz raus, weil ich das dann besser schauen kann. So. Und zwar haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir den GoTalk nutzen,
Ich gehe einmal in die andere Seite rein, nämlich in die Seite Mira allgemein. Das ist unsere Hausseite und Spoiler-Alarm. So. Klick, klick, klick. Hallo. So. Zum Beispiel, wir haben ja hier die Metacom-Symbole, wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn sie jetzt sagt, ich möchte spielen. Dann öffnet sich eine neue Seite und hier habe ich so typische Lieblingsspiele von Mira einmal abfotografiert. Da ist einmal ihr Steckspiel, was sie unheimlich gerne spielt derzeit. Sie spielt auch gerne mit dem Ball oder mit ihrem Bobbycar oder sie geht auch gerne in den Garten bei uns und spielt, ne? Also das können wir nämlich auch. Also wir können das super gut individuell anpassen, so wie wir das brauchen. Und wie Mira das dann halt auch versteht. Und so kann sich die Kita natürlich auch eine Seite gestalten, ne? Also es ist wirklich schon eine super Sache. Es ist für uns eine super Möglichkeit. Es ist vor allem für Mira ein unheimlich großer Schritt Richtung Teilhabe an der Gesellschaft, ja. Wenn ich mich in einer Gesellschaft austauschen und ich kommunizieren kann, habe ich ganz, ganz viel gewonnen. Natürlich könnte sie die Gebärden nutzen, das ist für sie aber noch ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Aber es ist in der Realität selten der Fall, dass wir auf jemanden treffen, der die Gebärden auch versteht und uns auch zurückgebärden kann. Beziehungsweise Mira hat ja jetzt keinen Hörschaden. Die hört ja ganz gut und hat auch ein gutes Sprachverständnis, aber derjenige muss ja trotzdem die Gebärden irgendwo verstehen. Und das passiert seltener und da ist es immer gut, wenn man ein Gerät dabei hat, was für mich dann spricht. Und ich träume davon, dass Mira irgendwann mal in ein paar Jahren zum Bäcker geht und 10 Brötchen für die Familie bestellt. Ja, wo sie dann da steht und den Talker sprechen lässt für sich. Das mag vielleicht erstmal ungewohnt sein, aber für Mira ein unglaublich großer Schritt, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein oder ein Teil dieser sprechenden und hörenden Gesellschaft zu sein. Das finde ich schon sehr wichtig. Also ich bin wirklich froh, dass wir das Ding jetzt haben. Wir haben das zwar jetzt erstmal nur für 3 Monate genehmigt bekommen. Das wird ja auch vom Arzt verschrieben und das muss dann auch erstmal von der Krankenkasse abgesegnet werden. Unsere Logopädin musste Berichte schreiben. Wir mussten auch noch einen ganz, ganz langen Fragebogen dafür ausfüllen, warum wir der Meinung sind, dass Mira einen Talker braucht. Wir sind froh, dass das jetzt durchgegangen ist und wir sind alle guter Dinge, dass sie dieses Medium auch nutzen wird. Und ja, es ist wie so ein kleiner Freund, der jetzt in die Familie gekommen ist, der uns wirklich eine große, große Stütze ist. Klingt verrückt, ne? Es ist ein iPad, hallo, ein Tablet. Aber ja, ich bin froh, dass das Ding da ist. Wirklich. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn, hoppala, ausmachen wollte ich ihn nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch den Talker jetzt so ein bisschen näher bringen, konnte eure Fragen, die ihr vielleicht hattet, aufbröseln und lösen und konnte euch da die nötigen Antworten bieten. Falls ihr aber doch noch Fragen habt, dann könnt ihr sie mir natürlich einmal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben. Das ist alles kein Problem und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr wenn ihr etwas davon, von diesem Video jetzt mitnehmen könnt für euch selbst. Und vielleicht ist jemand dabei, der auch ein besonderes Kind hat, ein behindertes Kind, was auch nonverbal ist. Und vielleicht wäre der Talker da die Möglichkeit, das Mittel zum Zweck. Und ja, ich verabschiede mich jetzt und ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke, danke. Und hinterlasst gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal, da würde ich mich sehr, sehr freuen und bis dann. Ciao.